Sein Spitzname wäre wohl nicht Brainiac, wenn er nicht gerne Rätsel lösen würde. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego Batman 3. Wir sind gerade in dem Raumschiff von Brainiac, haben auch schon ein paar kleine Rätsel rausgefunden und, oder besser gesagt, erledigt. Und versuchen uns jetzt weiter vorzudringen. So, hier B drücken. Ja, mach ich gleich. Bisschen schwierig B zu drücken, wenn du B einmal zum Speichern brauchst. Was ich eigentlich auch nicht mehr machen müsste. Aber auch B gleichzeitig brauchst für, dass er wechselt. Bisschen komisch. Jo. Oh, Mann. Doch. Aha. Da brauche ich den hier. Ey. So, hier. Ja, das war klar. Ach, jetzt kannst du es auf einmal. Du musst auch springen, wenn ich dich drücke. Den brauche ich einmal. Hallo Joker. Gut, das hat ja gut geklappt. Ey, sind das viele hier. Geschafft. Gut, Batman haben wir ja gerade nicht dabei. Also können wir das auch nicht erledigen. Brainiac hat Laser? Ist doch meine Masche. Ja. Wo hat er denn Laser? Ach, da hat er Laser. Ach, nö. Ja, hat geklappt zum Glück. Alle immer mit einem Schlag kämpfen. Habe ich das nicht vorhin kaputt gemacht, das hier? Komisch, ist immer noch da. Immer schön, dass man das nicht sieht.
So, einmal das hier noch. Jetzt hier noch was Schönes aufbauen. Und jetzt brauche ich sie hier. Da. Los jetzt, Leute. Schnappen wir uns Brainiac. Wo ist der denn? Schnappen wir uns ihn mal. Jetzt habe ich dich unter Kontrolle. Ich bin ein Androide, vergessen? Funktioniert bei mir nicht. Und ich habe meine eigene Form der Gedankenkontrolle. Muss wohl der Helm sein. Oh nee, ein Kopf. Für dich ist das Ende jetzt gekommen. Mein Intellekt 12. Stufe ist zu hoch für die Helden der Erde. Ein Bosskampf. Leute, nicht ein wieder. Checkpoint. Wie kann Brainiac sie kontrollieren? Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Links kommt ihr zu meinem Kanal rechts und weitere Videos. Verlinkt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.